Herzlich willkommen bei RoboScharf. Meine lieben Freunde, in dem Video geht es jetzt darum, die einzelnen Chassistypen, die da hinten stehen und deren Abdichtung, Qualität, Langlebigkeit und auch Nachhaltigkeit ist jetzt absolut im Zentrum dieses Videos, um euch einmal zu zeigen, wo stehen denn die Hersteller und was könnt ihr erwarten. Wir werden vergleichen den Luba 5000, der auch gleich ist wie 1000 und 3000. Wir schauen uns einen Solo Pro 3 an, vom Gehäuse her. Wir schauen uns Zuchettis 4.0 an, ein Roboter, der echt State of the Art ist. Und ihr seht schon, ich habe euch für die Zerlegung und für die ganze Dichtung eine Maschine hergetan, die 6000 Stunden am Tacho hat. Und da werden wir reinschauen. Denn Abdichtung ist ein Riesenthema und in der ersten Version wird er daran sterben. Der Roboter läuft jetzt bei mir hinten auf der Testfläche, kommt in einem der nächsten Videos. Sehr erfolgreich, mit einer der letzten Softwareversionen. Und wenn man jetzt im Forum die ganzen Bilder sieht, die RTK-Antenne, Wasser abgesoffen. Und auch der Roboter selbst, die Software wird angeblich von Update zu Update schlechter. Nein, meine Meinung ist, dass das sich abzeichnende Wasserschäden beim Luba sind. Das heißt, das Ding stirbt langsam vor sich hin. Und da kommen im Laufe dieses Videos auch Tipps an euch, wie ihr seinen Tod verhindern könnt. Ja, gehen wir es an. Wir schauen uns jetzt tatsächlich jede Maschine von innen an. Und wie sind denn die Dinger gebaut? Ah, sorry, den Goat habe ich vergessen. Wir schauen uns natürlich auch die Abdichtung und Chassisqualität von einem Ecovac Goat G1, der Ziege. Oder wie man im Sport sagt, Goat, greatest of all times, an. Und natürlich von einem Bacon, klar. Ich fange an mit einem Solo Pro. Den schieben wir mal ein bisschen zurück und den nehmen wir uns jetzt her. Schaut euch die Einblendung an. Wir haben einmal zum Schutz des Wassers von oben einen schönen Deckel. Und wir haben da hinten eine Folientastatur, die sauber verklebt ist mit der Höhenverstellung. Das heißt, von oben ist einmal ein Wassereintritt keinesfalls möglich. Ja, ein Rosenroboter verschmutzt, wie ihr da seht, ganz dramatisch. Und ihr seht jetzt schon, wenn wir diesen roten Ding runternehmen, dann sind da einmal runter die ganzen Schrauben abgedeckt. Es sind einmal ganz elegant die Stecker, wo ich das Chassis abstecken kann. Und überhaupt die drei Schrauben, die dann nicht verschmutzt sind. So, elegant kann ich jetzt die Kappen des Roboters nach unten nehmen. Und wir sehen jetzt unmittelbar zum Chassis. Und ihr seht schon, die Hauptdichtebene, die da drinnen ist, ist dann mit Schrauben, die Silikondichtung ist mit Schrauben dramatisch stark verpresst, so wie das einfach kehrt. Und ich muss diese Schrauben öffnen. Die sind aber total sauber. Da komme ich von oben zu und überhaupt kein Problem. Und das Ding ist offen. So, wenn ich den Deckel des Roboters jetzt aufmache, kann man hinten das super einhängen, damit es zu keiner Kabelverletzung kommt. Und ihr seht schon, diese wunderschöne Dichtebene im Inneren, die einfach ganz klar ist. Man kann sofort im Winterservice überprüfen, ob man einen Wassereintritt hat oder nicht. Und eines der wesentlichen Elemente, wenn ein Roboter so dicht ist, ist die Gore-Tex-Dichtung. Wir haben teilweise 0 Grad in der Früh und wenn die Sonne aufs Chassis drauf hat, 110 Grad plus an der Oberfläche. So. Und das saugt jetzt über den Unterdruck Kondenswasser hinein. Und dieses Kondenswasser, das sind ganz kleine Mengen, muss über eine Gore-Tex-Dichtung nach oben wieder weg. Wenn er die nicht hat und dicht gebaut ist, sauft er garantiert ab. All das ist bei einem 1600-Euro Chassis in Perfektion gelöst. Und es brauchte nur ein Stecker innen locker sein und wir müssen rein. Und bitte glaubt's mir, jeder Rasenroboter muss repariert werden. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell da ein Eingriff passiert ist und wie schnell der wieder bei euch am Grundstück einsatzfähig ist. Also ein echtes Beispiel, wie man mit 1600 Euro Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau und einer Lebensdauer von 10 Jahren generieren kann. Daher ein QL1-Roboter, oberster Quality-Level bei RoboScharf, ein Solo Pro. Und das mit seiner Preisklasse verglichen, sensationell. So, nehmen wir uns die Ziege vor. Achten
sie auf den Signalempfänger und die obere Kamera ihres GOAT. Ja, eine eindeutige Warnung, bevor wir ihn manipulieren. Er ist natürlich in dem Bereich brutal empfindlich. Er ist mit der oberen Kamera brutal empfindlich. Er sagt es dir auch immer, wenn du ihn angreifst, dass das ein Thema ist. Er ist für Grundstücke gedacht mit ganz klaren Rasenkanten. Und er navigiert ja über diese Beacons natürlich, aber ich sage immer Bacon dazu. Und über sein Kamerasystem. Das Kamerasystem wird in der Ladestation von einer Bürste gereinigt, soweit alles gut. Aber ihr solltet den natürlich definitiv nicht in irgendeinen Strauch unterhalb einlassen. Also nichts sollte an dieser Kamera kratzen. So, der Roboter ist ausgeliehen. Daher habe ich ihn jetzt nicht wirklich aufgemacht, aber es lässt sich schon von außen. Natürlich, die Warnung kommt so nicht auf den Boden. Ja, passt schon, mein Freund. Ist nicht so schlimm. Ich tue da nichts. Die Warnungen sind klar. So, ihr seht schon, so schaut der Roboter dann unterhalb aus, wenn er im Betrieb war. Und auch wenn man ihn nicht aufmacht, das Vorderrad ist einmal super gedichtet. Man kann es auch leicht entnehmen, da ist nichts nach innen. Und auch da, wenn ihr reinschaut, seht ihr die gleiche verschraubte Ebene. Und wenn ihr den Deckel aufmacht, sieht man auch oben, ganz klasse. Das ist eine verklebte. Er nervt wirklich. Das ist eine verpresste Folie, eine verklebte Folientastatur, so wie sich das gehört, mit der Höhenverstellung. Also komplexer zu. Achten Sie auf den Signalempfänger und die obere Kamera Ihres GOAT. Also, er ist, wie gesagt, leicht schwierig zu zerlegen, aber grundsätzlich von der Dichtung würde ich ihn, obwohl es eine erste Aktion ist von dem Hersteller, als echt gut ansehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er Gore-Tex gedichtet ist, aber ich gehe fast davon aus, weil man hat sich ein gutes Chassis angesehen. Kommen wir zum Bacon ein bisschen, was mich ein bisschen schockiert. Man braucht sehr schnell für die Installation 5, 6, 7. Da reden wir von 700 Euro. Das ist ein totaler Wahnsinn im Vergleich zu den Kabeln. Und zu guten Kabeln, die euch 20 Jahre in Ruhe lassen. Ohne Tierbisse und ohne Schäden. Ja, und da oben drinnen sind 3 Monobatterien je Bacon. Das heißt 18 Batterien bei 6 Bacons. 3x6 ist 18, ja. 18 Batterien bei 6 Bacons. Das jedes Jahr. Und bitte glaubt's mir, wenn ihr die verändert und rausnimmt aus dem Grundstück. Die müsst ihr im Winter abbauen. Das heißt, jedes Jahr komplett von vorne installieren. Und eine RTK-Installation hoher Qualität braucht doppelt so lange wie eine Kabelinstallation. Auch das kommt ganz klar bewiesen in einem der nächsten Videos, weil ich möchte das Thema kabellos ein bisschen in ein vernünftiges Verhältnis zu Kabel setzen. Weil im Moment ist es einfach so, kabellos ist geil. Für mich als Freak absolut geil. Und für die Kunden, die sich das wünschen, wenn ihr Kunden seid, die dem Roboter nachlaufen wollen, die mit einer Fehlermeldung leben können, die herumprogrammieren, die es flexibel wollen, dann ist ein kabelloses System für euch richtig. Für alle anderen, die wollen, dass das Ding mäht, so wie da hinten, lasst es. Die Kabel sind noch immer das Maß aller Dinge. Soll ich euch gleich mit dem Luba schocken? Nein, nehmen wir uns zuerst den Zucchetti vor. So, meine Lieben, ihr seht schon, ich habe den unten aus der Reparatur geholt und aus dem Service, weil er gerade bei uns im Haus ist, wegen einem defekten Vorderrad, wie man da schön sieht, das von außen super zu entnehmen ist. Stellt euch da unten einmal eine Schrauben vor mit dem Schmutz. Ja, er ist tatsächlich etwas komplexer aufgebaut und er ist auch etwas schwieriger zu demontieren wie der Solo. Das heißt, wir haben für den Rechnerbereich hinten einmal den Akku mit 4 Schrauben zu entnehmen, was total gut gelöst ist. Und wir haben dann hinten die Ladeeinheit und hier muss man schon ein bisschen sauber machen, dass man zu den Schrauben reinkommt. Aber vorne, wo sich's wirklich abspielt mit dem Schmutz, haben wir natürlich die Schrauben von oben wieder schön abgedeckt über ein Topcover, das man da oben ganz einfach dann runternehmen kann. Und unter diesem Topcover sind dann die einzelnen Schrauben, die aufgehen. Ja, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Auch hier vorne und hinten eine total klare Dichtebene.
Was immer wieder zutiefst begeistert ist, schaut euch die Industriequalität an. Das ist Holzucchetti, das ist Maschinenbau. Das hat nichts mit einer Solo-Pro-Plastikdose zu tun, Entschuldigung. Aber natürlich, wir sind auch ein bisschen teurer, aber es ist einfach die Spitze des Eisbergs. Ja, hinten gibt es in der Elite-Version ein Display, das quasi ebenfalls wasserdicht ist und komplett verpresst ist. Und in der Basic-Version gefällt mir das Ganze noch besser. Ein teures Display ist einfach weg. Der Basic glänzt ja damit, dass das, was da ist, in Top-Qualität ist. 280 Wattstunden im Akku, komplett dicht, sensationell. Und alles, was man nicht braucht, bis zur elektrischen Höhenverstellung, ist einfach weggelassen. Ja, ihr seht's, wenn das Ding jährlich serviciert wird, hat es eine 6-Jahres-Garantie. Ja, daran sieht man schon, wie viel Vertrauen der Hersteller einsteckt. Und an der Dichtung ist nichts zu meckern. Das ist einfach mehr als State auf die Art, auch wenn das Demontieren, das Disassemblen ein bisschen ein heißeres Thema ist als bei einem Solo. Es ist aber ein ganz anderes System und es sind die Gesamtkosten definitiv höher. Jetzt ist es soweit. Lubiluba, so schön in der Sonne. Wo viel Licht ist, da ist viel Schatten. Und da gibt es aus meiner Sicht Licht. Ja, aber der Schatten wird ihn töten. Und das ist jetzt genau der Punkt, warum ich euch um Abonnenten bitte. 10.000 sind erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt geil. Das haben wir auch gebührend gefeiert in der kleinen Runde. Ja, die Abonnenten brauche ich genau dafür, um den Herstellern die Rute ins Fenster zu stellen. Weil das ist eine geile Idee. Der fährt auch viel besser, als man es glaubt. Ist ja, wie ihr seht, schon richtig dreckig und hinten auf der Fläche. Die Softwareprobleme, die ihr alle im Forum gelistet habt, die sind keine Softwareprobleme aus meiner Sicht. Also da schaut es tatsächlich so aus, dass es unserer Meinung nach abzeichnende Wasserschäden sind, die an der mangelnden Abdichtung oder einer mangelnden Abdichtung geschuldet sind. Und wenn wir jetzt lesen, die Software wird schlechter, schlechter, schlechter. Nein. Die Version, die da hinten jetzt läuft für ihn, die flasht mich. Die ist sowohl von der App als auch von der RTK-Installation her vorbildlich. Und da ist auch das ganz große Lob. Woran er stirbt, ist das Wasser. Und da ist einfach das Chassis zu unklar. Es sind viel zu viele offene Dichtstellen. Es ist in der Dichtung einiges an Fehler passiert. Es ist einfach keine Erfahrung aus unserer Sicht im Bau eines Rasenroboters. Aber genau das wird man Motion ändern. Und ich werde euch jetzt erklären, auf was ihr, der ihn schon habt oder in dieser Version kaufen wollt. Es ist ein geiles Teil. Es flasht an, wirklich. Echt. Auf was ihr aufpassen müsst, dass ihr sein Leben zumindest verlängert. Das zweite ganz große Thema, das auf uns zukommt, ist einfach die Reparierbarkeit. Ihr werdet, ich prognostiziere mal, keinen Händler finden, der das reparieren will, weil man braucht die 4- bis 5-fache Reparaturzeit für einen kleinen Eingriff. Und die Ihr wisst alle, was Mechatronikerstundensätze sind, was mit den Personalkosten heute los ist und die Rechnungen für die Reparatur da, die werde ich nicht zahlen wollen. Und damit werden auch sehr wenige Händler hingreifen, solange das Ding so ist, wie es im Moment ist. Aber schauen wir es uns genauer. Gehen wir es gleich frontal an. Eines der Megaprobleme, die es hat, das Wasser von oben. Ihr seht, es ist keine Folientastatur. Hier sind die Ultraschallsensoren als auch diese Drucktasten mit Durchbrüchen ins Gehäuse versehen. Und auch die Stopptaste noch dazu mit einem Riesenspalt. Wenn da jetzt ein Starkregen drauf ist, dann haben wir beim Aufprall der Wassertropfen deutlich mehr als ein weicher Wasserstrahl aus dem Schlauch. Ja. Und jetzt wisst ihr, was im Forum los ist. Das gleiche gilt für die RTK-Antenne.
die ist einfach nicht dicht. Im Forum seht ihr massenweise Wasser aus der RTK-Antenne rinnen. Ich habe zum Anlass genommen, ein 3D-Cover zu konstruieren und von oben mit einem 1 mm starken Polyethylen drüber zu setzen, damit der Wasserschaden da nicht passiert. Gleich eine der Maßnahmen, die ich euch empfehle für die RTK-Antenne. Da ist die Frage, was man macht. Es ist, glaube ich, so schwierig, dass ein Faden im Regen ein absolutes No-Go ist. Und auch ein Faden im feuchten Gras aus etwas anderen Gründen. Ihr seht schon, der Roboter muss extrem gereinigt werden, die Klingen extrem glatte. Ich mache euch da gleich eine Einspielung dazu von der Reinigung gestern. So, meine Lieben, ihr habt die Lautstärke gehört. Schauen wir mal, was da los ist. Und das nach sehr kurzer Zeit mit leicht feuchten Rasen. Also wir sind nicht nass. Und die Lautstärke ist tatsächlich so, dass es den Nachbar wegschießt. Bitte, wenn ihr da unten irgendwas tut, die Klingen sind höllisch. Das geht nur mit Handsch. Und dann drehen wir das Ding einmal auf und ich glaube, ihr seht die Misere. Es ist fast kein Schnittraum zur Verfügung. Das Ding verklaustet unter den Dingen ganz fürchterlich. Da ist einfach keine Erfahrung zur Gestaltung des Medex. Den Roboter müsst ihr praktisch jeden zweiten Tag ausputzen. Vielleicht ist auch das der Grund, warum man nicht automatisch fahren kann. Und das zweite Thema, ihr seht es da, die Klingen, die klappen ein. Und das ist von, da gibt es auch schon Bastellösungen im Forum, habe ich gesehen. Aber so wie es original ist, geht der nie mehr aus. Das heißt, dann ist er auch wieder leise. Und bitte, ihr wisst es, die Abdichtung ist zwar für Wassernebel im nassen Gras aus meiner Sicht ausreichend, aber keinesfalls für eine Reinigung mit Wasser auf der Unterseite. Ja, aber unser Thema ist ja Aufmachen. Und da fängt das Problem an. Man muss tatsächlich hier alles im Schmutzbereich abbauen. Und das sind teilweise Schrauben mit Innensechskant, nicht mit Torque, in Kopfgrößen, dass man Handywerkzeug dafür braucht. Und noch dazu ist das Material der Schrauben so weich, dass man die Schrauben schon im Neuzustand kaputt macht. Jetzt stellt euch das bitte in diesem verschmutzten Zustand vor. Die Deckel müssen runter. Die Schnittmotorabdichtung dahinter mit diesen Feigenbälgen, die ist echt nicht schlecht gemacht. Reinigung mit Wasser von unten auf keinen Fall. Ihr müsst euch das schwierige Ausputzen leider antun. Es bleibt nichts über. Aber die Grassäure, wenn das so dampft, schaut mal den Rauch beim EcoVac Goat an in der Einspielung. Das ist Grassäure mit Wasser. Das wird da nirgends einig. Gegen das ist er aus meiner Sicht vom Medicare abgedichtet, nicht gegen Strahlwasser. Ja, wenn ihr das jetzt zerlegt, seid ihr irgendwann nach dem Abbau von dem Ganzen, ich weiß nicht, wie man das machen soll, wenn er dreckig ist, aber ja, weil ich weiß ja nicht, wie man so reinigt, dass man zu den kleinen Schraubenköpfen zubekommt. Aber naja, wenn das Cover jetzt unten ist, seht ihr prinzipiell eine sehr schöne Dichtebene. Gehen wir davon aus, dass die Tasten oben eine Zeit lang dicht sind, dann fällt die Gore-Tex-Dichtung, wie wir es beim Solar haben. Das heißt, er wird zwangsläufig ein Kondenswasserproblem kriegen, was mich zur nächsten Maßnahme bringt, es kehrt ein Dach drüber. Ja? Das ist übrigens das RoboScharf-Systemdach, nicht für den Luba konstruiert, sondern für vor allem Stiel, der ähnliche Abdichtungsprobleme gehabt hat. Ein bisschen zurück in die Vergangenheit, kurz in der Einspielung. Stiel ist in seiner ersten Version mit dem IMO mit genau der Abdichtung im Grunde gestolpert. So, und man hat dann sehr schnell nachgebessert. IMO 632.1, ihr seht das ebenfalls mit der Dichtebene. Das wird man in dem Chassis ganz schwer machen können, aber es geht viel. Viel Verbesserungen werden kommen. Ihr müsst nur davon ausgehen, eine Nachrüstung für die bestehenden Systeme wird es aufgrund des Aufwandes nicht geben.
Stihl ist dann tatsächlich hergegangen und hat Roboter in großem Stil vom Markt zurückgezogen und für seine Kunden ausgetauscht. Wie man Motion da reagiert, die Zukunft wird es bringen. Wir werden es sehen. Und ihr seht es jetzt noch, im vorderen Bereich sind wir völlig ungedichtet, im hinteren Bereich sind wir völlig ungedichtet. Die Dichtebene befindet sich hier innen. Der Schmutz, der da vorne reinkommt und der Schmutz, der da hinten reinkommt, wird über die Zeit auch Probleme machen. Also, die gute Nachricht, der fährt wirklich gut. Und die schlechte Nachricht ist, wie ich schon sagte, die Softwareprobleme scheinen aus den Wasserschäden zu kommen. Ja, und die Reparierbarkeit des Systems? Spannend. Nach der Gewährleistungszeit vor allem. Am Anfang könnt ihr ihn ja einschicken und wie ich im Forum so mitkriege, in ein paar Tagen ist er wieder da. 20 neue Chinesen. Ich habe es in einem meiner Videos schon gesagt. Und mit manchen davon, richtig seriös, sind wir jetzt schon in Kontakt, weil die Bullen vorher wissen, wie man Rosenroboter baut. Und ich habe euch erklärt, dass es 6 bis 7 Jahre dauern wird, bis Kabellossysteme richtig funktionieren. Warum ist das so? Naja, wir haben einfach eine so hohe Saisonalität. April, Mai, Juni sind die Hersteller mit Troubleshooting beschäftigt. Dann haben sie ein ganz kleines Zeitfenster, um zu entwickeln und dann ist der Winter da und man ist in der nächsten Saison. Daher kommt diese lange Zeit. RoboSharf geht jetzt einen Schritt weiter. Wir bauen ein Testcenter in Südafrika auf, um unsere Teststrategie und damit die richtige Auswahl, weil das wird in Zukunft essentiell für Fachhändler sein, die richtigen Roboter einzusetzen und damit auch für uns und unsere Partner. Und damit wir überhaupt noch mit der Geschwindigkeit mitkommen, werden wir in Zukunft das ganze Jahr testen. Und ich werde mich im August aus Südafrika, aus Johannesburg, bei euch melden und das RoboSharf-Testzentrum South Africa vorstellen. Freue mich über ein Abonnement und bis zum nächsten Mal.